Hallo Leute und herzlich willkommen zur lang ersehnten Let's Battle Minecraft Staffel 9. Beziehungsweise auch der Let's Battle Minecraft Staffel 1.7, denn wir spielen hier, wie der Name schon sagt, in der lang ersehnten Version von Minecraft 1.7 und haben schon ziemlich viele neue Features im Vergleich zu den vorherigen Battle Staffeln mit dazu und deshalb spielen wir diese Staffel auch ohne Mod. Aber alles weitere sowie das überarbeitete Regelsystem und Spielsystem erfahrt ihr nach der Teamvorstellung. Deshalb erst einmal die Teamvorstellung. Da fängt der ABC-Clan, der Typ in dem Mantel ganz links, an. Ja, hallo, mein Name ist Barrick Gaming und ich bin dieses Mal wieder bei der Let's Battle Staffel dabei. Bei mir am Kanal geht's eigentlich hauptsächlich um Gaming. Okay, ich bin Erector Crafter, ich bin dieses Mal das erste Mal bei der Staffel dabei und auf meinem Kanal findet ihr eigentlich zum größten Teil Minecraft. Ja, ich bin Adom the Play, ich bin schon seit Staffel 1 mit dabei und auf meinem Kanal gibt's auch Minecraft. Und ich bin der Timcast. Ich mache Videos in diesem Internet und bin in dieser Staffel mal die bessere Hälfte vom Domse. Ja. Ja. Und ich bin der Yannick. Mich sollte man mittlerweile auch irgendwie mal kennen hier in einem Battle. Bin auch seit der ersten Staffel dabei. Und ich mache auch eigentlich Gameplay-Videos bzw. Let's Plays. Ja, und ich bin der Schlendi. War jetzt schon insgesamt in 3 Staffeln dabei und bin immer noch so inkompetent wie beim ersten Mal, wo ich dabei war. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an. So, jetzt könnt ihr alle cut. So, dann sind wir hier auch. Hallo Tim. Hallöchen. So, wir nehmen uns hier gerade mal alle Sachen aus der Kiste und fangen sofort an. Ich würde sagen, wir fällen hier auch gleich mal direkt den ersten Baum. Ja. Den Spawnturm dürfen wir nicht abbauen, aber so gleich ein bisschen Holz am Anfang wäre gar nicht mal so schlecht. Wir haben auf jeden Fall schon mal ein bisschen Sattelzeug, wie man vielleicht schon gesehen hat. Und ja, generell erstmal kurz ein bisschen was zur Map. Hier im Umkreis vom Spawn stehen ein paar Gebäude von einem Builder von Tautin Reloaded. Hat übrigens sehr schön uns den Spawn hier gebaut, so eine kleine Ruine. Vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür. Und ja, ansonsten, ich sehe da hinten gerade schon ein paar Pferde, die hole ich mir auch sofort. Okay, ich eile. Wie lange dauert das, bis ich so ein Pferd gezähmt habe? Das kann ziemlich lange dauern, habe ich gehört, ne? Ja, also ich habe es selbst noch nie gemacht. Ich bräuchte am besten Zucker oder sowas, ne? Siehst du hier irgendwo Zuckerrohr? Nee. Leider nicht, ne? Oh, schade, es gibt kein weißes Pferd. Es gibt kein weißes Pferd, du wolltest ein weißes haben, ne? Ja, wie machen wir das jetzt? Ich kann das trotzdem anleinen, ne? Das Pferd. Ja, das ist perfekt. Ich nehme ein schwarzes. Weißt du was? Lol, meine Leine ist weg. Ach, da liegt die Leine, okay. Weißt du was? Ich leine mir das Pferd einfach mal an. Hä, du kannst schon reiten mit einem Sattel? Nein, noch nicht. Okay. Der muss erstmal Ruhe geben und aufhören, mich abzuschmeißen. Okay, also du musst erstmal so ohne Sattel draufsetzen. Oder wie macht man das mit dem Pferdezähmen? Hast du das schon mal gemacht? Ja, jetzt, du musst dich erstmal draufsetzen, bis er aufhört, dich abzuwerfen. Ah, okay. Und dann kannst du es satteln. Und dann erst kann ich das satteln. Okay, verstehe. Das ist wohl ziemlich schwierig, ne? Nehme ich an. Naja, es geht. Beim einen geht's ganz schnell, beim anderen... Ich kann so mein Inventar nicht öffnen, okay. Aber also wir probieren das hier einfach mal durch, oder? Bevor wir alles andere machen. Es mag mich. Was? Warum mag es dich? Hast du jetzt alle durchprobiert? Ah, eben habe ich Herzen gesehen. Heißt es, das mag mich jetzt? Ja, du kannst jetzt Rechtsklick machen und dann einfach seinen Sattel reinhauen. Ich kann keinen Rechtsklick auf es machen. Es geht nicht, aber es wirft mich nicht ab. Quatsch, E meint. Ach so, E. Inventar. Ah, und jetzt kann ich das reiten? Geile Sache! Nice! Richtig nice. Sieht man beim Pferd nicht normalerweise auch so Herzen oder sowas? Nee, ne? Oder doch? Ich weiß es nicht. Egal, ich hab ein Pferd. Komm, jetzt reiten wir erstmal in eine Richtung und suchen uns sofort mal. Lol. Rechts sind ja deine Herzen. Kann das nicht schwimmen? Ich sehe rechts nur mein Herz, aber wo suche ich die Herzen vom Pferd? Ja, nein, links sind deine und rechts sind die vom Pferd. Ach so, okay, verstehe. Das sind diese Warte, ich muss mein Pferd hier erstmal an Land. Ja, siehst du mich nicht mehr? Ich glaube, wir haben uns gerade verloren. Okay. Ja, also wir spielen hier wirklich auf der 1.7. Wir haben leider keine Minimap und ich würde sagen, wir gehen erstmal so in die Richtung und erklären mal ganz kurz was zum überarbeiteten Lebenssystem. Ne? Willst Alles du dazu klar, was ja. erzählen oder soll ich? Oder willst du oder sollen wir beide? Wir können uns ergänzen. Genau. Ja, fang du einfach mal an. Also, es ist diesmal alles ganz viel spannender. Und zwar hat jedes Team 3 Leben. Ihr denkt euch jetzt, oh, Panik, nur 3 Leben. Nur 3 Leben? Das ist total scheiße. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Allerdings kann man sich diese Leben wieder zurückerobern. Genau, und das ist dann auch schon der Clou, den wir uns hierbei gedacht haben. Nämlich ist es ja bisher immer so gewesen, dass wenn man irgendein Team gekillt hat, sich dieses Team natürlich logischerweise erstmal zurückgezogen hat und sich ausgerüstet hat,
jetzt ist es, nee, hatten wir nicht gesagt, 4 Leben pro Team? 4, ne? 4, nicht 3, 4. Es gibt 4 Leben, auch das hört sich natürlich wenig an im Vergleich zu vor. Oh, schau dir mal diese Landschaft an, ist das nicht herrlich? Ich glaube, jetzt habe ich dich verloren. Jetzt hast du mich verloren, jetzt fehlt es nur noch, lol, mein Pferd ist, glaube ich, gerade nein, ist es, ich glaube, mein Pferd stirbt. Mein Pferd stirbt nicht, okay. Warum sollte ich sterben? Ich weiß es nicht, du hast mich verloren. Hast du mal deine Koordinaten? Siehst du nicht diesen Wüsten-Canyon? Ich bin bei 666, 228. Also, jetzt, ich weiß nicht, kennst du diese Land Rover-Werbung? Ja. Kennst du sie? Das, jetzt müsste hier so ein Peitschenklang ertönen und dann Land Rover gesagt werden. Auf diesem richtig geilen Canyon hier. Also echt, ich mag die 1.7. Oh, das ist so hübsch. Das ist so schön hier. Scheiße. 228? 666 und Z ist 228. Ah ja, okay, alles klar. Das ist da, wo dieser Canyon ist. Jetzt komm mal, Mann, ich warte hier. Ah, hallo. Nein. Ja, ich glaube, dein Pferd stirbt jetzt auch. Oh mein Gott, nein. Oh Mann. Ferdi, nein. Das taucht alleine auf. Du kannst es eigentlich im Wasser reiten. Das schwimmt. Das schwimmt von alleine. Versuch das mal. Nee, kannst du nicht, ne? Ich tauche so unter. Nein. Nimm doch mal deine Leiter. Nein, du kannst doch hoch, oder? Hochschwimmen. Nimm doch einfach deine Leine. Ja, das wäre eine Idee. Ja, also ganz kurz zur Info, wir spielen hier am Anfang in der ersten Folge übrigens auf Difficulty 0. Also ganz kurz nochmal zum Lebenssystem. Und deshalb kann man sich, wenn wir jetzt beispielsweise, wir beide würden von einem anderen Team gekillt werden, würden wir beide unsere Leben zurückbekommen, wenn wir den, der uns gekillt hat, töten würden von dem anderen Team. Das ist cool. Dann würden wir beide unsere Leben zurückbekommen. Das hat halt den Sinn, dass wir uns schon von Anfang an ein bisschen besser ausrüsten. Das ist halt dann zwar eine längere Farmfolge oder eine längere Farmzeit am Anfang, aber dadurch wird das Ganze viel, viel spannender, weil eigentlich sollte die Difficulty 0 sein. Vorher vergessen. Professionalität, ne? Ja, also das ist einmal nur für die erste Folge so. Und da ist auch schon der World Border. Das ist eigentlich doch gar nicht mal so groß, ne? Nee. Was, da ist aber ein Höhleneingang. Echt? Da ist ein Höhleneingang? Wo? Ja, nee. Ah ja, scheiße. Nee, das ist kein Höhleneingang. Okay, suchen wir mal einen Höhleneingang. Ich habe hier gerade einen kleinen Chunk-Bug. Also, ganz kurz zur Info, wie gesagt, nochmal, wir spielen hier auf der 172. 600 Block Weltbegrenzung, 3 Teams, oberirdische Basen sind erlaubt oder unterirdische Basen sind nicht erlaubt. Das mit dem Lebenssystem haben wir gerade erklärt. Also wie gesagt, das soll das Ganze ein bisschen spannender machen, dass man sich halt auch eben seine Leben wirklich zurück erkämpfen muss. Und dann sich halt eben nicht die ganze Zeit, oh Gott, mein Pferd verreckt mich echt noch, sich nicht die ganze Zeit versteckt. Komm mal hier vorsichtig runter, ich glaube, hier müsste irgendwo eine Höhle sein. Bist du im Wald? Ah, oh, du hast mich schon wieder verloren, ne? Ja, ich bin gerade hier so im Wald. Ja, ich bin auch im Wald, aber du hast mich, glaube ich, gerade definitiv verloren. Also Tim, du musst da bei mir echt aufpassen, man verliert mich sehr leicht. Ja, ja. Eine Frage, rennt mein Pferd vor mir weg oder folgt mir das immer so ein bisschen? Ich passe jetzt besser auf hier. Rennt mein Pferd vor mir weg oder folgt mir das immer so ein bisschen? Ich weiß es nicht. Also ich bin gerade in dem Fichtenwald. Siehst du mich nicht gerade? Ich gebe dir mal meine Koordinaten. 711, 445. Also, ja. Und jetzt würde ich sagen... gerade. Ja, ich würde sagen, wir reden jetzt erstmal gar nicht mehr so lange, sondern wir... Mein Pferd ist weg. Nein! Wo ist mein Pferd? 711. Wo ist mein Pferd? Ja, 711. X. Und Z ist 436. Mein Pferd ist weg! Wo ist mein Pferd? Muss ich das echt immer anleihen, selbst wenn es mich mag? Oder teleportiert sich das dann immer zu mir? Es ist weg. Mein Pferd ist weg. Ferdi, du bist da. Wo ist mein Pferd? Ich hab's eben hier abgestellt und auf einmal war es weg. Hier oben auf den Bäumen. Wo? Hier auf dem Baum. Da oben drauf. Wo? Hier auf dem Baum oben drauf. Auf dem? Ja. Was? Ich sehe da gar nichts. Ja, das sitzt ein bisschen versteckt, deine Baumkrone. Hä? Lol. Was zur Hölle? Wie ist es da hochgekommen? Man weiß es nicht. Okay, also ja, wir müssen uns auf jeden Fall eine Höhle suchen und auf jeden Fall auch essen. Ich habe noch 3 Karotten. Wie viele hast du noch? Ich habe noch 5. Okay, die müssen wir dann auf jeden Fall anbauen, damit wir auch was Längerfristiges zum Essen haben. Also zuerst einmal würde ich sagen, kloppen wir hier gerade mal ein paar Schafe mit der Axt einfach, ja? Ja. Kann man das auch vom Pferd aus machen? Ja, ne? Sollte man.
Boah, wenn oder? Ihr nicht so gestrüppt wärt. Wir sollten das hoffentlich auch vom Pferd aus machen können. So, dann kloppen wir hier gerade am besten mal ein paar Schafe und suchen uns mal schnell eine Höhle, damit wir uns aufrüsten können an Rohstoffen. Wo bist du gerade? Ich habe dich schon wieder verloren. So, hier ist Hühnchen. Ich habe gerade zwei Pferde getötet. Warum killst du Pferde? Nein, ich meine Schafe, natürlich. Ach so, okay. Ich habe jetzt zwei Worte. Die haben erst jetzt das Achievement Holz bekommen. Oh Gott, ich dachte schon, wir sind hier ein bisschen zurück. Oh Mann. Ah, ich sehe dich wieder, hallo. So, ich habe drei Wolle, also ein Bett für mich hätte ich. Ich habe zwei Wolle. Okay, dann brauchst du auch nur noch ein Schaf. Dann komm mal mit hier in diese Richtung. Wir müssen ein bisschen aufs flachere Feld, damit wir mal Höhlen finden oder sowas. Weil wir müssen uns erstmal mit Rohstoffen ausrüsten, bevor wir hier weitermachen und uns eine Basis bauen können. Ich habe, glaube ich, gerade aus Versehen ein Pferd geschlagen. Entschuldigung. Ja, aber ich habe dafür die Wolle. Passt alles. Okay, wunderbar. Ja, hier ist die Begrenzung. Hier ist auch noch ein... Oh, das ist so cool mit dem Pferd. Ja, das ist richtig geil. Ja, tut mir leid. Ich bin schon gerade fast am Überlegen, ob die 600 Blöcke nicht doch ein bisschen zu wenig waren. Ich weiß es nicht, aber das macht es vielleicht doch ein bisschen spannender. Mal schauen. Schauen wir mal. Ich meine, ja, irgendwann... Wenn ein Team mal gekillt wird, dann sind die Pferde natürlich auch weg, wenn der Sattel geklaut wird. Überleg dir das mal. Da hast du natürlich recht. Ja, ansonsten gelten natürlich auch wieder diese Regeln mit den versteckten Kisten, die ihr schon von der letzten Staffel kennt. Bedeutet, die versteckte Kiste darf 10 Blöcke von der Basis entfernt sein, mehr nicht. Und Team Yannick wird hier schon zu richtigen Achievement-Huntern, meine Herren. Richtig krass. Was hatten die denn eben für Achievements? Benchmark. Oh Gott, ich glaube, ich mache mir auch mal eine Benchmark. So. So, jetzt musst du auch noch, damit wir wieder gleich raus sind. Wir dürfen nicht hinterher. Wir dürfen nicht hinterher rennen, wir müssen uns beeilen hier. Ich glaube, die waren auch jetzt mal ziemlich mit dem Pferd beschäftigt, kann das sein? Das kann gut sein. Oh Mann. So, komm her, Pferdchen, komm her. Komm her, putt. Na, Pferdi. Das ist total schön. Im Nachhinein war das gar keine so coole Idee, dass wir beide ein schwarzes Pferd haben. Warum? Weil obwohl, nee, Einheit, ist gut. Hä? Ja, okay, im Kampf kann das schon sogar sehr nützlich sein. Nee, also wir müssen echt mal hier irgendwie eine Höhle finden oder so. Kann es sein, dass die irgendwie nicht da sind? Ich habe hier bis jetzt keinen Höhlenergang gefunden auf der Map. Also wir haben hier wirklich nicht viel gemacht auf der Map, nur den Radius gemacht. Sollen wir uns einfach mal irgendwo runtergraben? Ich weiß es nicht, Strip Mining ist verboten. Ja, aber nach unten graben? Um eine Höhle zu finden, klar. Ja. Was ist Time to Strike? Die haben sich ein Schwert gemacht, ne? Scheiße, wir brauchen auch eins. Was zur Hölle ist hier? Hä? Ist das normal oder hat das Mega Racer hingebaut? Ich glaube, das wurde deshalb gebaut, ja. Okay. Ne, also wie gesagt, hier an der Oberfläche werdet ihr ab und zu was finden. Das haben nicht mir gebaut, das hat jemand anderes gebaut. Der Mega Racer, genau. Der bei sowas echt immer sofort wie wild dabei ist. Ich mache mir gerade Sorgen. Was tun die denn? Scheiße, ich bringe hier echt noch mein Pferd um. Verdammte. Ja, und ich renne hier direkt kompetent hier hinterher. Ich glaube, das mit dem Pferd ist sogar fast ein bisschen schwierig, weil wir so echt keine Höhle finden, ne? Das könnte schon fast ein bisschen schwierig sein. Wir müssen eine Höhle finden. Ich habe hier sowieso gerade überhaupt keine Orientierung mehr. Echt wirklich, Orientierung ist weg, du. Steigen wir ab und laufen? Wir steigen ab und laufen, ja. Was ist, die Pferde, die folgen uns dann so, oder? Folgen die uns oder verschwinden die einfach? Ich weiß es nicht, ich glaube, ich nehme einfach... Ich nehme auch mal die Leine hier. So. Okay, dann, das ist echt schlimm, ne? Ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Wüste und graben uns da irgendwo runter. Komm, wir reiten noch mal kurz auf dem Pferd und dann rennen wir jetzt in die Wüste und graben uns da einfach mal runter. Und hier sind Schweine, die kill ich gerade noch schnell. Fürs Essen. Wo genau bist du jetzt lang? In die Wüste? In Richtung Wüste. Ich bin aber gerade im Wald und kill ein paar Schweine. Okay. So. Ah, ja. Ich seh dich, okay. Gut. Gut, dann komm mal mit. Wir müssen jetzt echt... Oh Gott, ich verliere echt die Orientierung. Die 1,7 und das ist schlimm. So. Auch total ohne Minimap und so. Wie kleine Kinder, total verspielt. Ja. Überhaupt nicht auf das Wesentliche beschränkt von der Sicht. Höhle, egal. Hauptsache Pferde. Da kommen die Mädchen in einem raus, weil Pferde sind ja so wichtig. So wichtig. Pferde sind die besten Freunde des Lebens. Ja, so. Okay, schauen wir mal. Oh Mann. Okay. Sollen wir uns hier irgendwo reingraben? Also wir dürfen keine unterirdische Basis machen, wir dürfen aber definitiv... machen wir ganz kurz mal eine kleine Aufnahmepause. Okay. Leute? Ja, okay.
So, Leute, da sind wir wieder. Ja, wir haben nur ganz kurz nochmal was besprochen wegen den Regeln, weil ich mir gerade auch nicht mehr sicher war. Wir nehmen hier auf jeden Fall gerade weiter auf und die Folge ist auch bald zu Ende, ne? Ja, noch drei Minuten. Leider, noch 3 Minuten und dazu sei echt ganz kurz gesagt, wir waren hier eben total verspielt, haben das Mädchen raushängen lassen. Oh, Pferde! Nichts gegen Mädchen. Nein, gar nicht. Mädchen sind toll. Mädchen sind sehr toll, ja. Muss man schon sagen. Nee, also wir werden uns nächste Folge definitiv nach einer Höhle umschauen, aber mit den Pferden ist es echt verdammt schwierig, hier ernst bei der Sache zu bleiben. Habe ich gerade gemerkt. Ich habe total die Orientierung verloren. Wir sind ja einfach gerade so rumgerannt. Die anderen, die haben das gerade nämlich eben auch bemerkt und man kann die Pferde echt nicht schwimmen, ne? Das ist ein bisschen blöd. Das ist ziemlich blöd. Da muss ich die immer an die. Nein, das ist echt blöd. Nee, gut, also. Ja, ich habe echt keinen einzigen Höhleneingang gefunden. Das ist richtig komisch in der 1.7. Ich würde sagen, wir graben uns in der nächsten Folge einfach hier dann irgendwo. Genau, wir graben uns einfach irgendwo nach unten. Oder wir fangen jetzt. Komm, wir fangen jetzt schon irgendwo an. Wir machen das einfach hier. Komm mal, schwimm mal mit hier durch. Ja. Ich eile. Wir machen das einfach. Ich laufe mal schnell hier hoch. Hier ist so schöner Clay. Ich würde sagen, wir machen das. Ja, also wir machen jetzt kein Strip-Mining, wir suchen eine Höhle und Rohstoffe, um das ganz klar zu sagen an der Stelle. Das machen wir am besten hier, würde ich sagen. Verdammt, die haben echt schon. Die gehen gerade richtig ab mit den Achievements. Naja, das kriegen wir auch in Ordnung. Ich glaube, die haben echt einen Höhleneingang. Deine Leine ist weg. Meine Leine ist weg. Nicht im Ernst, oder? Wie lange ist die schon weg? War die im Wasser weg oder erst jetzt? Nee, erst hier vorne. Erst hier vorne, okay, gut. Dann schau noch mal du nach deiner Leine nach. Ich binde mein Pferd gerade mal. Ich kann das nur an den Zaunpfahl anbinden, oder? Ah, da ist mein Leinchen. Okay, dann komm du gerade mal mit mir hier nach hinten. Wir können das echt nur an Zaunpfählern anbinden, oder? Ich glaube ja. Aber wir können ja kurz einen machen, oder? Ja, dann mache ich gerade mal einen. Ich habe ja eine Workbench. So, dann binden wir die halt an. Das Problem ist halt echt, die Gegner wissen dann sofort, wo wir sind. Oh Mann, egal. Machen wir das jetzt einfach. YOLO. Nein, aus. Wie schon Vareide sagte, YOLO. YOLO. So. Gut, da ist es festgebunden. Kannst du deins auch da? Nee, ne? Dankeschön, dass du meins abgebunden hast. So, bin bitte. Du deins oben an. Okay. Meins unten an. Ah, meine Leine. Komm, daran. Jeder. So, okay. Perfekt. Gut, dann hätten wir die beide angebunden und graben uns hier mal hier so straight nach unten. Wie gesagt, kein Strip Mining, einfach eine Höhlensuche, weil wir haben hier leider echt keinen Höhleneingang gefunden. Von daher würde ich sagen, machen wir es einfach so. Genau. Und, ja, genau, machen wir es einfach so. So. Und ich muss mal das Sneaken angewöhnen. Und ich habe hier schon erstes Eisen gefunden, perfekt. Ach, schön. Erstes Eisen, das ist schon mal super. Das grabe ich hier schon mal, das höhle ich hier einfach alles aus. Also wie gesagt, wir machen jetzt Strip Mining, das ist auch gar nicht die Höhe. Warum machst du es zu? Sehen das eh anhand dem Pferden. Naja, egal. Hast du eine Fackel? Nee, ne? Mach's bitte wieder auf, wir sehen hier nicht mal was. Achso, ich darf dich ja nicht killen, ne? Könntest du... Ich kill gerne tollpatschige Leute. Warte, Ruhe. Ja, mach doch Licht wieder, Mann. Ich arbeite dran. Ja. Da ist ja Licht, da ist noch nicht genug. Ja, aber wir haben keine Kohle. Das ist total bescheuert. Ja. So. Gut. Machen wir das hier. Hast du irgendwelche Kohle gefunden? Nee, ne? Nee, gar nichts. Ich finde hier mich auch gerade keine Höhle. Warte, habe ich gerade eine Spinne gehört? Sei mal leise. Ja, ich höre Spinnen. Also hier muss... Ich habe Kohle gefunden, perfekt. Okay, perfekt. So, dann mache ich mir ganz schnell mal eine Fackel und ich höre ja auch eine Spinne. Dann setzen wir noch diese Fackel. Setzen wir noch diese Fackel und dann beenden wir hiermit die Folge. Der Start in die neue Battle-Staffel. Am Anfang leicht verplant, aber so ist das halt, wenn man erst nach sehr langer Zeit wieder mit irgendetwas anfängt. Ich brauche noch schnell die Kohle ab. Dann würde ich sagen, beenden wir dann diese Folge hier an dieser Stelle. Genau. Das habe ich gerade im TS gefragt, nur dass du Bescheid weißt. Ja. Leute, gehört? Ich höre das schon. Nein, gehört. Okay, gut, dann würde ich sagen, beenden wir hier an dieser Stelle die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So, und da der Timcast und ich das natürlich letztes Mal angesprochen haben, lasst doch einen Like da, wenn euch das hier gefallen hat. Lasst es bleiben, wenn nicht. Weitere Videos findet ihr auf unseren Kanälen. Alle Mitspieler sind natürlich in der Beschreibung verlinkt. Und wie gesagt, nochmal ein fröhliches Tschüss und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao, Sinn.